Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Ciudad Leicester. Ich wünsche euch alle einen angenehmen Tag und einen guten Tag. Wir haben nicht heute wieder einen ganz, ganz herrlichen Tag hier in Ciudad. Wir haben heute eine Höchsttemperatur von 18 Grad und das sollte auch mal wieder sein, denn wir haben jetzt auch wir hatten jetzt ein paar sehr regnerische Tage gehabt, 2,5 Tage. Seit gestern ab 15 Uhr hatten wir wieder schönen Sonnenschein und da habe ich auch zum Abend gestern ein Video gemacht und wir haben uns auch die aktuelle Wassertemperatur auch angeschaut gehabt, wie warm das Wasser ist, was ja fast 20 Grad hatte. Und jetzt haben wir auch, wie gesagt, jetzt einen herrlichen Tag und ich möchte euch heute auch mal wieder ein Thema ansprechen, was wir auch letztes Jahr schon mal ein Thema angesprochen haben, denn es kommen jetzt auch viele Leute wieder hier in den Urlaub und je mehr Leute in den Urlaub kommen, es kommt jetzt hier bei uns die Kittenzeit geht wieder los, also die Babykatzenzeit geht wieder los, es sind wieder viele Babys unterwegs. Ich habe gestern Nacht eine SMS bekommen gehabt, also eine Message per Facebook und da hat mich jemand angeschrieben und hat gesagt, dass hier eine Babykatze hat, wo die Mama überfahren wurde und ob ich da helfen kann, weil die frisst nicht, ob man da eine Pflegemama hätte für die kleine Babykatze. Und ich habe dann gesagt, schick mir mal bitte ein Foto, Video, dass ich das mal kurz sehen kann, wie es der Babykatze gerade geht. Und dann hat er mir ein Kurzvideo geschickt und habe ich gesehen, dass sie noch sehr, sehr klein war und dass sie noch nicht selber fressen kann, konnte ich natürlich auf dem Video sofort erkennen, denn ich habe eine sehr, sehr große Erfahrung, was hier Kitten angeht und was Babykatzen angeht. Dann habe ich gesagt, ich bin gleich in 3 Minuten da, denn durch den Gespräch, was wir geschrieben hatten, hat er mir gesagt, dass er auch direkt in Kumkö war und dass er von einer Followerin geschrieben bekommen hat, dass er sich an mich wenden soll. Wahrscheinlich hat er das über Facebook dort schon geteilt gehabt, dass er eine Katze hat und dass er eine Pflegemama sucht, denn die frisst ja noch gar nicht. Und dann bin ich sofort hingefahren und auf dem Weg habe ich gesehen, auf dem Weg zurück nach Hause hat das kleine Kitten meinen Finger angefangen zu knabbern und hatte sehr, sehr großen Hunger. Und dann habe ich den auch zu Hause sofort mit einer Pastefutter erstmal gefüttert, denn für Milch sind die, wenn sie über 2 Wochen alt sind, ist es schon eigentlich vergangen. Da kann man schon mit der Pastefutter füttern, dass sie was Festes in den Magen bekommen. Ich auch natürlich heute Morgen erst mit der auch beim Tierarzt und so meinen alle 2 Stunden füttern. Ne? Und nachdem ich es gestern Abend versorgt hatte, das kleine Kitten, habe ich auch eine Wärmflasche dazu angemacht, dass das Kitten auch natürlich einigermaßen die Wärme von der Mama auch hat. Und somit haben wir das erstmal versorgt. Gestern Nacht und in der Früh gleich, wie gesagt, gefüttert und dann auch gleich in der Früh zum Tierarzt zu Kontrollen und dem Baby geht es ganz gut. Und jetzt muss ich es halt alle 2 bis 3 Stunden füttern und ich hoffe natürlich auch, dass das Kitten, was jetzt unter einem Monat alt ist, dass es auch überlebt. Ich tue natürlich alles dafür, das kennen auch sehr viele, die mich auch kennen, dass ich mich sehr viel um die Tiere kümmere und dass ich das auch alles sehr, sehr gerne mache. Aber was ich hier in diesem Video euch damit sagen will, ist, jetzt geht die Kittenzeit hier bei uns wieder los, also die Babykatzenzeit. Und wer hier im Urlaub sein sollte, es kann sein, dass man auf Babykatzen zutrifft. Denn es gibt hier schon sehr viele kastrierte Katzen vor Ort und die Katzen werden immer von den Urlaubern eigentlich kastriert. Es gibt so Hilfsorganisationen oder Hotelanlagen, wo sich die Gäste zusammentun, die Stammgäste zum Beispiel, so wie hier beim Paloma Hotel oder beim Kumkö Beach Resort Hotel, wo sich die Leute zusammentun und dann sich um die Katzen im Hotel da auch kümmern, was ich natürlich auch sehr, sehr gut finde und mich hier nochmal sehr, sehr herzlich bei den Menschen dafür auch bedanke, die das machen. Aber ich bin ein unabhängiger tierlieber Mensch und Tierhelfer. Ich mache das alles wirklich vom ganzen Herzen. Sowas muss vom ganzen Herzen kommen und ich habe jetzt auch gestern eine Katze kastrieren lassen, eine Katze impfen lassen, eine Katze am Ohr operieren lassen. Es ist sehr viel Futter angekommen. Also ich mache schon sehr viel für die Straßentiere und ich habe auch selber mittlerweile über 40 Katzen, die alleine mir gehören. Aber das sind dann immer so Katzen, die heute normalerweise nicht gelebt hätten. Und was ich damit sagen will, das ist für mich ein etwas Ehrenamtliches. Ich mache sowas sehr, sehr gerne und ich rede auch nicht gerne über sowas. Ich teile es halt nur vorher, nachher und wie es denen jetzt gut, aber das ist passiert, das wird rausgekommen, sowas über sowas, mag ich nicht reden, denn ich versuche hier meinem Volk vor allem ein Vorbild zu sein, dass hier auch die Leute vor Ort sich mehr um die Tiere kümmern, dass hier den Tieren geholfen wird, dass hier
die Tiere Futter bekommen, Wasser bekommen, dass sie nicht verjagt werden, dass sie nicht weggetreten werden, dass sie nicht verscheucht werden, wenn sie mal bei irgendwo bei einem in der Nähe sind. Denn das Einzige, was sie wollen, ist ja nur Futter, Wasser oder einfach nur ein bisschen Streicheleinheiten. Und was ich jetzt hier sagen will, ist, wenn ihr jetzt im Urlaub seid und ihr trifft hier auf Kitten zu, also es heißt nicht immer, dass die Kitten keine Mama haben, dass die Babykatzen keine Mama haben. Es kann sein, dass die Mama gerade futtern ist, es kann sein, dass die Mama gerade auf Klo ist, es kann sein, dass die Mama gerade sich irgendwo sonnt. Also wenn ihr jetzt irgendwo Babykatzen hier im Urlaub sehen solltet, denn jetzt geht es richtig los. Ich habe hier schon das erste Babykätzchen, was ich jetzt hier euch auch gleich zeigen werde, habe ich hier gerade neben mir. Ich habe jetzt das erste Babykitten schon bekommen, gestern Nacht. Ich habe dieses Jahr schon eine Katze aufgenommen, die heißt Messhut. Wer meine andere Seite bei Cats and Gold auch folgt, die haben schon gesehen, dass ich auch eine Katze Messhut schon von einem Restaurant mit aufgenommen hatte. Aber ein richtig kleines Baby habe ich erst seit gestern aufgenommen. Ein Baby, was unter einem Monat ist und was ich jetzt erstmal versuchen werde großzuziehen. Denn ohne, dass man es füttert, alleine kann es nicht fressen. Und wenn es sich allein fressen kann, heißt es logischerweise, dass es verhungern wird. Von daher, wenn ihr jetzt hier demnächst im Urlaub sein solltet und ihr seht irgendwo eine Katze, nicht gleich das Kitten mitnehmen, nicht gleich denken, es hat keine Mama, nicht gleich das arme Kätzchen sagen, nicht gleich, wie gesagt, sich um das Kitten kümmern, denn es kann sein, dass die Mama, wie gesagt, gerade nicht in der Nähe ist. Deswegen am besten beobachten, anschauen, wo ist die Mama, kann die Mama kommen, am besten 1 bis 2 Stunden verfolgen. Wenn man dann erstmal sieht, dass die Mama dann nicht da ist, dass die Mama nicht kommt und dass die Babys sogar anfangen zu schreien, dann bitte erst sich um die Babys kümmern und am besten in der Zeit, wo man das auch verfolgt, dass man da in der Zeit auch sich zum Beispiel um eine Hilfsorganisation wenden kann oder jemanden dort anschreiben kann, denn es gibt sehr, sehr viele Hilfsorganisationen mittlerweile hier vor Ort, die den Katzen auch helfen. Wie gesagt, ich bin eine Einzelperson, ich mache das alles unabhängig, weil ich auch das ist für mich ehrenamtlich hier, Tieren zu helfen und das Leben zu retten. Aber auch im Hotel oder so, man kann sich immer an eine Hilfsperson da wenden. Und daher auch bitte nicht sofort, wenn man ein Kitten sieht, nicht gleich mitnehmen, nicht gleich berühren, nicht gleich anfassen, sondern erstmal beobachten, verfolgen und dann erst bitte verhandeln. Ne? Bei uns hat hier das Kitten, was ich gestern bekommen habe, das ist ein Kätzchen, wo hier die Mama überfahren wurde. Und das wurde auch gesehen, dass die Mama überfahren wurde. Und ich habe mir natürlich auch da nachgefragt, gibt es noch andere Kitten, gibt es noch andere Babys? Es kann nicht sein, dass das hier ein einziges Baby ist. Und die hat dort geschrien und getan und gemacht. Und dann haben sie das gesehen. Und dann habe ich an der Stelle, wo sie das Kitten heute, gestern gefunden hatten, gesagt. Also heute habe ich da nachgeschaut, nochmal persönlich. Und ich habe da nochmal recherchiert, ob dort irgendjemand das Kitten gehört hat, irgendwelche Kitten gehört hat, dass sie dort schreien, dass sie dort ganz laute Stimme haben, ja sowieso Kitten, dass man das dann hört, weil die Hunger haben. Aber es hat niemand etwas von einem Kitten gehört oder gesehen und ich habe selber auch keins dort gefunden. Also das heißt, das Babykätzchen, was jetzt hier gerade neben mir ist, ist eine Katze, was dann alleine ist. Aber ich habe gesagt, die sollen sich doch mal schlau machen. Und wenn sie jetzt ein Babykätzchen nochmal sehen sollten, dann soll sie sich an mich wenden, dass wir das Babykätzchen holen und uns darum kümmern. Und ich kann euch ja mal hier das Kitten zeigen. Das ist jetzt hier gerade im Käfig drin. Also auch damit es nicht runterfällt, nicht rausgeht. Und auch natürlich, dass nicht andere Katzen von den Erwachsenen hier an das Kitten rangehen. Ich kann euch das mal zeigen. Hier. Schaut mal, hieß das Kitten, wo die Mama gestern überfahren wurde. Und ihr seht, dass das Kitten auch dort eine Wärmflasche hat und gerade auf der Wärmflasche liegt. Das ist ganz, ganz wichtig bei jüngeren Katzen, dass auch alle 2 Stunden hier das Wasser gewechselt wird von der Wärmflasche, dass hier das Baby auch einen warmen Platz hat. Und das Futtern ist auch sehr wichtig. Ich habe da eine Decke drin. Ich habe jetzt hier Dosenfutter von Proplan Kitten drin. Das ist mit Pastefutter, das kommt in die Spritze. Und durch die Spritze wird es dann gefüttert. Ja?
Jürgen Brunswart hat uns 200 Sterne gesendet. Ganz, ganz herzlichen Dank für die 200 Sterne an die Seite Anteil der Seele Livestream. Und jetzt wollen wir mal das Kitten wecken. Na? Dann ist es dann Essenszeit da. Kommst mal bitte raus. Ja. Ja, ich weiß, du hast Hunger. Es ist deine Essenszeit jetzt da. Es ist soweit, dass du jetzt Futter bekommst. Ja. Aber du bist doch ein... Du kreischst doch mal ganz schön laut, ne? Der hat schon sehr doll gekreischt. Und man sieht auch, dass der jetzt ein bisschen lauter wird. Und wie gesagt, der will jetzt auch gleich hier fressen. Jetzt wird er wach. Der kleine, das ist ein Kater. Und das ist wirklich ein Kitten ohne Mama. So. Na, schau mich mal an. Das ist wirklich ein Kitten ohne Mama. Das kann ich auch zeigen. Und man sieht, den werden wir jetzt auch füttern. Ich habe hier schon sein Futter. Ich kann ja nicht eine ganze Tube aufessen, aber das ist hier schon ein bisschen mit Wasser verdünnt. Das ist von der Spritze auch. Na, da bist du neugierig, ne? Hast du es jetzt gerochen? Wie gesagt, der kann von alleine noch nicht fressen. Und deswegen wird der jetzt erstmal mit einer Spritze gefüttert. Und wie gesagt, beim Tierarzt waren wir heute auch. Geh mal hin, geh. Und jetzt sieht man auch, dass der das gut schluckt. Und solltet ihr ein Kitten sehen, hier im Urlaub, auf keinen Fall Kuhmilch geben. Kuhmilch dürfen die nicht bekommen. Oh, Kuhmilch ist nicht gut, da bekommen die gleich Durchfall. Na, und das ist hier die Leanne, schaut mal. Die Leanne ist ja schon seit Dezember hier. Die wurde hier ausgesetzt. Die war nicht so klein wie der. Die war schon ganz klein. Aber die kann von alleine fressen. Schaut mal, der kann nicht fressen. Aber sobald hier das Futter da ist, kann der richtig reinhauen. Na, schluck mal runter, Kleiner, ne? Also jetzt vor allem März, April, Mai, Juni kann man hier sehr auf Kitten treten. Also treten, sage ich. Also sie laufen euch über den Weg oder ihr läuft ihnen über den Weg. Und man sieht dadurch auch viele Kitten jetzt zu dieser Jahreszeit. Und damit ihr wisst, wie ihr damit umgehen müsst, sage ich hier natürlich euch, wie man das macht. Oder an wen man sich wendet. Denn man kann, wenn man da richtig verhandelt, einem Tier das Leben retten. Und das ist ja auch hier mein Ziel, vielen Tieren das Leben zu retten. Ja, was ist? Was? Du bist ein Schreihals, bist du kleines Baby, du. Ja, hier, du hast doch genug zu fressen, hier. Hier, ja. Ja, immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Es ist genug Futter für dich da. Du schluckst das aber tief runter, den Löffel. So. Und das ist auch ein dicken Bauch bekommen von gestern auf heute. Der hatte ein sehr, sehr dünnen Bauch noch gestern. Ja, schluck mal runter erstmal. Schluck mal runter, ja. So.
Also hätten sie mich nicht kontaktiert, dann hätte ich mich nicht gestern Abend schon um das Kind gekümmert. Dann hätte das heute nicht mehr gelebt. Das hätte heute nicht mehr gelebt. Also der hätte das nicht überlebt von bis in die Früh. Der wäre dann richtig verhungert. Und das ist jetzt schon das vierte Mal, dass er Futter bekommt, von gestern 22 Uhr bis jetzt. Bei meiner anderen Seite Cats and Gold, die ja nur um die Tiere geht, habe ich ja gestern auch ein Video schon gemacht gehabt. Und da sieht man auch jetzt hier, dass er einen dicken Bauch bekommen hat. Na, wo willst du hin? Und deswegen halt das. Sieht man halt das kleine Baby. Du darfst nicht runterfallen. Jetzt machen wir mal hier. Das kann sein, dass du auf Klo musst. Dann machen wir hier ein bisschen, dass du feucht, dass es so wirkt, wie als wenn das von der Mama wäre. Und das kann sein, dass der Pipi machen muss. Ja, der macht gerade Pipi in meiner Hand. Aber es kann auch sein, dass sie dadurch sehr viel meckern, weil die Mama leckt das ja auch auf von denen jetzt. Schaut mal, der hat Pipi gemacht. Ne? Das macht man, das machen die, wenn man hier den Bauch ein bisschen von denen massiert. Sonst kreischen die auch sehr laut. Und jetzt macht er nochmal Pipi. Ja, der hat jetzt echt viel Pipi gemacht. So, jetzt hast du dreimal Pipi gemacht, jetzt muss es reichen. Oder? Okay, so, wie ihr seht, wenn man den Bauch massiert, dann machen die auch Pipi. Ja, okay, alles gut. So, und somit haben wir den jetzt auch gefüttert. Ne, ne, Kleiner? Ne? Alles gut. Und das ist auch, wie gesagt, ein Männchen, der Kleine. Und wir hoffen auch mal, dass er das überlebt. Ne, hier der kleine Süße. So, ja, dann geh mal hier wieder in dein Nest rein. So. Und das Futter kann man auch wieder verwenden. Das mache ich hier zu, verriegeln. Das wird natürlich ausgewaschen gleich. Und dann kann man das Futter auch wieder verwenden. Und jetzt sieht man auch, dass der jetzt satt ist. Jetzt ist er neugierig. Jetzt hat er was gegessen. Er hat Pipi gemacht. Und jetzt geht er Richtung Wärmflasche. Und die wird gleich auch nochmal aufgefrischt. Das Wasser wird da wieder drin warm gemacht. Also alle 2 bis 3 Stunden bekommt er sowohl Futter als auch eine neue Wärmflasche. Und die kleine Leon ist auch neugierig. Die hat jetzt das Futter gerochen. Das Kittenfutter. Das hat sie auch eine Weile bekommen, die kleine Leon. Und jetzt riecht sie das wieder. Vom Proplan das Pastefutter. Na, jetzt bist du neugierig, ne? Da bist jetzt nur hier lernen, was da los ist. Und so vergeht halt die Zeit auch sehr gut und ich bin so gern auch mit Tieren im Allgemeinen beschäftigt. Ich habe ja selber, wie gesagt, sehr viele Katzen, an alle, die es nicht wissen. Ich habe noch eine Seite, die heißt Cats and Gold, und die Seite bei Cats and Gold
geht hauptsächlich um Tiere bei mir. Und das ist die Leon. Und das ist hier der neue Kleine. Also ich habe noch keinen Namen für ihn, aber ich denke mal, dass ich den taufen werde von so einem Baby, was ich vor Jahren schon mal hatte. Der war zwar ein ganz, ganz gelber und eine ganz gelbe Kater hieß damals Louis, hat ihn getauft gehabt. Das war aber ein ganz gelber. Der war sehr anhänglich, der war sehr spielerisch, der war auch so eine Nervensäge wie der, der auch immer wieder schreit. Der hat immer wieder geschrien hatte damals. Und der hieß Louis und der wurde leider von einem Auto damals überfahren, nachdem man ihn so großgezogen hatte. Ne? Was mich natürlich auch damals sehr mitgenommen hatte, denn den hatte ich ja auch so mit der Flasche großgezogen gehabt. Aber ich denke mal, jetzt ist es wieder soweit, dass ich einen Louis taufen kann. Und ich denke mal, das wird Louis sein, dass der Louis getauft wird. Aber wie gesagt, eine ganz, ganz große Bitte an die Leute, die jetzt demnächst in die Türkei kommen sollten. Vergesst auch bitte nicht, das Video zu teilen, vor allem in den Gruppen und auch, dass viele Leute das mitbekommen. Es kann sein, dass man auf Kitten trifft hier im Urlaub. Und das heißt nicht, dass die immer keine Mama haben. Nicht gleich reagieren. Bitte zuerst verfolgen, schauen, ob die Mama da ist. Vor allem die Kinder. Dass ihr das den Kindern mitteilt, weil wenn Kinder irgendwo eine Katze sehen im Hof und wo kommt die her, wo habt ihr die her, und dass die Kinder die auch nicht gleich mitnehmen, denn wir haben leider noch sehr, sehr viel unkastrierte Katzen oder Katzen, die von draußen in die Hotels gehen, um auch in den Hotels zu gebären, weil eine Katze hält sich immer da auf oder möchte gerne da gebären, wo die auch sicher ist und wo die auch gleich Futter in der Nähe hat, und da sind die Hotels immer sehr gut geeignet für die ganzen Katzen. Von daher bitte nicht gleich reagieren, sondern ein bisschen das alles verfolgen. Ne? Und der wird jetzt hier die nächste Zeit, wenn er das auch natürlich überlebt, ich tue alles dafür, dass der überlebt. Der kleine Louis, der wird jetzt jeden Tag hier mit in den Laden kommen. Das ist seine Box, das ist sein Schlafplatz, sein Zuhause jetzt demnächst. Ne? Und der muss dann halt mit in den Laden, weil der alle 2 Stunden gefüttert werden muss. Ich bin ja auch gerade vorm Laden bei mir in Kumkö. IC Optik und Jewelry, das sind ja meine Geschäfte. Und hier haben mich auch schon viele Leute besucht, die auch immer die Videos schauen und das gerne verfolgen. Haben auch schon Hallo gesagt. Und viele haben auch schon den Katzen was mitgebracht, wo ich auch sehr, sehr dankbar für bin. Und die Katzen natürlich auch. Wenn die jetzt hier Leckerlis bekommen, ob trocken, ob feucht, ob Stangen. Oder zum Beispiel, was sie alle besonders sehr, sehr mögen, ist diese Leberwurstpaste. Oder das Feucht wird davon gut und günstig. Das sind so Sachen, die es hier in der Türkei nicht gibt. Und man sieht ja, wie viele Katzen hier auch sind. Also hier selber leben 6 Katzen bei mir im Laden. Zu Hause habe ich über 40 Katzen. Und die fühlen sich hier auch alle sehr, sehr wohl. Ne? Da schläft einer. Da hat die Leon geschlafen. Hier habe ich noch eine Sitzecke. Hier schläft der Sammy zum Beispiel. Schau mal, wie geborgen die sich hier fühlen. Wie schön die hier liegen. Hier der Sammy. Ne? Oder hier zum Beispiel der Trump. Der Trump ist auch hier. Den kennen auch schon viele. Und ich hatte jetzt viel zu tun gehabt. Und daher
waren die letzte Woche die Videos auch sehr, sehr wenig. Ich habe hier sehr viel organisiert gehabt. Hier habe ich zum Beispiel Pflanzbäume vom Kumquat. Kumquat habe ich hier gepflanzt. Vor den Laden. Oder hier die ganzen Beets anfertigen lassen und dann die Erde und die alle pflanzen und sich darum kümmern. Und die Vorbereitung ging auch im Laden mit dem Streichen, Umdekorieren und alles. Bis teilweise in den Spätabend hinein. Also wie gesagt, man musste hier auch, die Katzen haben ja hier immer die Lampe runter gemacht und sind damit in die Decke gegangen. Und die Stelle habe ich jetzt zumachen lassen, aber die machen jetzt die andere Lampe runter. Da sieht man, dass sie auch erst neu wieder an die Decke gemacht wurde. Die sind so clever. Ich habe das jetzt dazu gemacht mit der Lampe. Da sieht man, dass da eine Lampe fehlt, weil die immer die Lampe runter gemacht haben und in die Decke gegangen sind. Jetzt habe ich das dazu gemacht, wie gesagt, und jetzt machen sie die rechte Lampe mal runter und gehen dann in die Decke rein und machen dann in der Nacht Ramazamba. Oder ansonsten habe ich hier auch sowieso im Schaufenster drinne ein Katzenhaus schon eingebaut. In meinem Optikerladen schlafen 6 Katzen am Abend. Und hier drin schlafen Leon und Layla, die kleineren. Das habe ich hier direkt im Laden. Und das wird natürlich auch alles bedeckt mit Decken. Hier die Stühle und die Verkaufstische. Und dann haben die Katzen da sehr, sehr viel Schlafplatz am Abend. Also wie gesagt, das ist hier mein Optikladen in Kunkö vor dem Paloma Ocean Resort Hotel. Und wer auch eine gute Brille brauchen sollte, ob Fernbrille, Nahbrille, Gleitsichtbrille, Sonnenbrille mit Sehstärke, Officebrille, Bifokalbrille, kann gerne sich bei mir unverbindlich beraten lassen. Also ich habe hier sowieso über 4000 Fassungen im Laden da. Und die Schubladen hier sind auch alle voll. Auch alles immer sehr sauber und immer aktuelle Marktware. Und das wird, weil ich auch so viel zu tun habe, was normalerweise Firmen nicht machen. Die tauschen mir auch die Fassungen auf. Angenommen, ich kaufe eine Saison 500 Fassungen. Davon stehen noch, sagen wir mal, 200 Stück die nächste Saison und die werden auch ausgetauscht mit neuen aktuellen Modellen. Das macht auch nicht. Das wird auch nicht für jeden Optiker gemacht. Also ich bin hier immer aktuell auf dem Markt und die Schubladen hier sind alle voll. Ne? Also wer eine gute Brille brauchen sollte, kann gerne bei mir vorbeischauen. Wie gesagt, hier ist alles voll an Ware und eine Gleitsichtbrille wäre auch in 2 bis 4 Tagen fertig. Fernbrille in maximal 2 Tagen. Und hier habe ich auch natürlich nebenan mein Optiker hier und mein Juwelier. Hier bei IC Jewelry in Kunkö. Hier habe ich auch alles an Brillantenschmuck. Weißgold, Gelbgold, Roségold, Halsketten, ob Gelbgold, ob Weißgold, Roségold, Gelbgold mit Weißgold oder unten auch alles an Ohrringen da. Ohrringe, Ringe mit Stein, ohne Stein, Anhänger, Ohrstecker, Armbänder. Kleinere Ohrringe habe ich auch eine riesengroße Auswahl im Schaufenster. Aber was andere Juweliere auch nicht haben, ich habe drin auch sehr, sehr viel Schmuck da. Hier zum Beispiel Goldschmuck oder die Verkaufstische, auch alles da an Goldschmuck. Und ganz hinten habe ich nochmal eine brillanten Kollektion von schön feinen Brillanten, feinen Schmuck, auch mit Halbedelstein und mit Brillanten, also Halbedelstein mit bunten Steinen
Nob, Saphir, Topaz, Smaragd, Rubin. Da habe ich auch alles da mit schön feinen Brillanten da. Und wie gesagt, die Vorbereitungen gehen immer noch weiter. Es ist noch nicht alles komplett fertig jetzt hier, weil es kommt noch sehr viel Ware rein. In dem Verkaufstisch hier kommen auch noch mal Brillantenschmuck rein. Aber hier die Außenvitrinen sind schon so gut wie fertig. Und auch verschiedene Schliffarten von Brillanten, ob Tropf, ob Trapez, ob Baguette, habe ich alles da an Schliffformen. Also nicht nur runden Brillanten, sondern auch Trapez-Brillanten, zum Beispiel mit zwei Spitzen, Marquise-Brillanten, Baguette-Brillanten, habe ich alles da. Ne? Und bunte Steine sehr viel. Also auch etwas an Goldschmuck brauchen sollte, Goldschmuck, Brillantenschmuck oder auch Silberschmuck im Sortiment. Ich habe auch ein großes Sortiment an Silberschmuck da. Auch alles, ob Ringe, Ohrringe, Ohrstecker. Ich habe alles da, auch an Silberschmuck. Da kann man auch gerne mal vorbeischauen. Ne? Hier bei Icy Jewelry in Kumköy und Icy Optik. Das sind, wie gesagt, hier beim Palomo Ocean Resort Hotel meine Geschäfte, auch ein großes Sortiment an Eheringen, Freundschaftsring, Partnerring, Scheidungsring, alles da. Weil viele auch fragen, wo sind deine Geschäfte? Wir haben ja auch im Monat im Durchschnitt 1000 neue Abonnenten hier bei Facebook. Bei YouTube sind es sogar noch mehr. Und da fragen auch überall Leute und sehr viele Leute, wo ich zu sehen bin. Und was die ganz, ganz gerne mögen, die Katzen, was es hier in der Türkei gar nicht gibt, das ist so eine Leberwurst von Winstone. Und wer da gerne den Katzen noch was Schönes mitbringen will, damit macht man denen eine große Freude, den Katzen. Na? Also wer den gerne sowas mitbringen will, das gibt es hier in der Türkei nicht. Ob Leberwurst, ob Leckerlistand. Hier von Gut und Günstig zum Beispiel mögen die auch alle sehr gerne. Auch das Nassfutter von Gut und Günstig, das Schalenfutter, mögen die dort auch alle sehr gerne. Also Leckerli-Sorten, diese Stangen oder diese Leberwurst, damit macht man den Katzen schon eine ganz, ganz große Freude. Denn sowas gibt es hier in der Türkei nicht und das mögen die sehr, die Katzen. So schaut es hier vorm Laden aus. Wie gesagt, ich habe hier letzte Woche viel zu tun gehabt und die Katzen fühlen sich dadurch auch hier jetzt viel geborgener. Schau mal, das ist hier ein Mini-Zitronenbaum. Das kann man ja auch sehen. Oder hier habe ich noch einen Zitronenbaum. Hier zum Beispiel. Ja? Oder hier habe ich zum Beispiel Apfelsinenbaum. Aber von den großen Apfelsinen, die auch essbar sind. Und die haben jetzt schon angefangen zu blüten, seitdem die hier sind. Das heißt, sie mögen die Erde und ihren neuen Platz sehr gerne. Und hier habe ich auch Sitzbänke hinbauen lassen. Dann hier auf der Straße ist ja kaum, dass die Leute noch gehen konnten. Kaum sich irgendwo hinsetzen konnten, meinte ich. Und natürlich hier mit meiner mit meinem Ladennamen IC Optical Jewelry. Oder hier auch nochmal schon die Blumen von den Apfelsinenbäumen. Und wer mal gerne hier eine Pause machen will, kann sich hier auch hinsetzen. Ne? Das ist halt für die Leute gedacht, die hier unterwegs sind. Habe ich das hier alles hinbauen lassen. Mit den Sitzbänken
mit den Bäumen zwischendurch oder mit den Mülleimern ist ja auch ein großes Problem, wenn man hier unterwegs ist. Und so schaut es jetzt hier aktuell aus. Und da hatten wir letzte Woche viel zu tun gehabt bei mir. Schaut mal, die Katzen fühlen sich überall sehr wohl. Der Sammy hat hier fast die ganze Bank eingenommen. Und das ist hier ein Mandarinbaum. Der bekommt auch Blüten. Schaut mal hier. Der bekommt auch Blüten, der Mandarinbaum. Und damit war ich halt die letzte Zeit sehr beschäftigt. Und das nimmt schon viel Zeit und Arbeit in sich, ne? Tina Bina schreibt, bist du neben dem Sunnis? Ja, genau. Das Sunnis ist gleich ein Hotel weiter, eine Straße hoch. Hier ist der Trump, man sieht, wie der da schläft. Und Leila und Pantau versuchen gerade hier einen gelben Kater zu verjagen, der da gern zum Fressen herkommt. Schaut mal, der gelbe Kater da, der kommt zum Fressen her. Und die Schwarz-Weißen dort neben den Schirm, das sind Leila und Pantau, das sind meine Katzen. Der gelbe Kater, der da vorne ist, kommt immer zum Fressen her, aber meistens am Abend, denn die anderen Katzen verjagen ihn. Leila und Pantau sind dort schon ein Team für sich. Ja. Es ist nicht wie die Kleinen hier. Schau mal, die leeren. Oder hier das neue Baby, was jetzt hier im Korb ist. Das jetzt dort tiefhundfest schläft und was wir gerade gefüttert hatten. Und jetzt wieder im Korb ist, ne? Also das ist hier mit den Katzen und mit mir hier vorm Laden, im Laden, in Kumköl. Vor dem Paloma Ocean Resort Hotel in Kumköl. Kann man mich hier jederzeit sehen, das sei denn, ich bin da gerade unterwegs, die meiste Zeit, wenn ich nicht da bin, ein Video machen. Und da hinten ist das Paloma Ocean Resort Hotel, also vor dem Paloma Ocean Resort Hotel kann man mich hier immer sehen, weil viele fragen oft, wo sind deine Geschäfte? Vor dem Paloma Ocean Resort Hotel in Kumköy, ganz zentral in der Mitte, IC Optik und Jewelry. Also einfach nur nach Paloma Ocean Resort Hotel fragen und genau davor sind hier meine Geschäfte, IC Optik und Jewelry. An alle, die es noch nicht wissen und die gerne mal vorbeischauen wollen, um Hallo zu sagen, um den Tieren was mitzubringen oder sich unverbindlich für eine Brille oder für Goldschmuck unverbindlich beraten lassen wollen, sind jederzeit herzlich willkommen. So, und dann habe ich euch heute erzählt, wie ihr bitte reagiert, wenn ihr hier jetzt demnächst Kitten seht. Denn die Kitten-Saison geht jetzt hier neu los in Kumköy. Von daher nicht gleich die Kitten mitnehmen, nicht gleich die Kitten einsammeln. Außer, dass man jetzt wirklich weiß, dass sie keine Mama haben, dann erst reagieren. Auf die Frage gleich, wie geht es Aschkim mit ihrem Ohr? Also Aschkim ist meine allererste Katze. Die Katze ist jetzt fast 17 Jahre alt und die wurde jetzt wieder am Ohr operiert. Die hat einen Tumor am Ohr, das immer wieder nachwächst. Das ist nämlich auf der Haut draußen. Und die ist gerade beim Tierarzt, die wird jetzt ein paar Tage da bleiben. Ich habe sie mir heute angeschaut, die wurde jetzt operiert und da geht es wieder gut. Und bezüglich der Fragen,
ist es in der Nähe von It's Flower oder ist das in der Nähe von Granzide, meine Geschäfte? Ja, es ist nicht weit, es ist gute 700-800 Meter vom It's Flower oder einen guten Kilometer von Granzide. Also wer hier im Ort sein sollte, ich bin hier ganz zentral in Kumkö Mitte. Man kann mich auch per Privatmessage anschreiben und da kann ich das natürlich auch beschreiben von da, wo man gerade ist. Oder ich kann auch natürlich abholen, ne? Das ist kein Thema. Von daher genau in Kumkö Mitte, hier gegenüber von dem Chief Chiller Center. Ist ja auch sehr bekannt, das erste Einkaufszentrum hier in Kumkö. Hier bei dem Paloma Ocean Resort Hotel. Genau, wie gesagt, davor IC Optik und Javelry. So, und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch für die Kommentare, fürs Liken, fürs Teilen und auch natürlich für die Sterne. Ich wünsche euch dann erstmal allen einen schönen Nachmittag und ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.